Diese Wunde ist übel. Meine Wunde. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Ich habe das falsche Bild ausgewählt. Das ist schon besser. Huch! Jetzt habe ich den Taschenrechner unten gemacht. Was ist denn hier los? So. Okay. Ja, diese Folge beginnt ja super. Was ist denn? Mit dir. Jetzt sag mal überhaupt, was ist denn hier los? Wieso hatte ich gerade so viel TP? Habe ich Sterblichkeit an? Alter. Was? Ich brauche mehr als meine Kräuter. Was ist denn hier los? Nee, ich verliere Munition bei uns Sterblichkeit. TGM verliert man ja keine Munition. Es ist schön, gemeinsam zu reisen. Ich habe so viel Zeit damit verbracht. Was ist hier passiert? Was macht das Flugzeug da? Wieso ist das noch nicht abgebrochen? BTF? Höchst interessant. Kann man da rein? Kann man da irgendwas? Vermutlich nicht. Unter so einem instabilen Flugzeug stehen ist immer super. Das macht wohl nichts. Ich weiß nicht, was da gerade los war am Anfang. Aber, ne, nochmal. Herzlich willkommen zu Fallout New Vegas. Hallo. Aha, da hinten kommt noch eine. Ist das so? Jo. Ja, der Count Fork Aussichtspunkt. Wir müssen ja auch in die Richtung hier. Hem. Nehmen wir die noch mit? Hallo. Aua. Gleiches mit Gleichem vergelten, ne? Aus dem Weg. So. Aua. Ich habe das hier unter Kontrolle. Ja. Ich auch. So, ich habe nicht mal Gesundheit verloren. Wie komme ich hier denn jetzt wieder hoch? Ich habe viele seltsame Pflanzen im Tal gesehen. Pflanzen, die nach Menschenfleisch lechzen. Ich weiß nicht, woher sie kommen. Was ist das denn jetzt? Ich kann hier nicht mehr hoch. Ich bin noch hier runter. Ist doch gar nichts gewesen. Große Frage ist jetzt, aber wie komme ich zu diesem Quark-Ding oder wie auch immer das heißt? Ist das hier richtig? Der Coward Fork Aussichtspunkt. Ist noch eine Xanderwurzel?
Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Ja, hier ist Seneca Overlook. Aber sonst noch nix. Ja gut, dann gehen wir halt zur gebogenen Brücke. Oh. Eine Yucca-Banane. Oh, scheiße. Mist. Yucca-Banane macht mir Sinn für die 21. 60, 80 voll. Ja, da hinten sind Gegner. Die gebogene Brücke. Oh, die haben Schusswaffen. Ja, hallo. So. Na. Spür meine Plasmagranate. Okay. Wieso ist der außer Gefecht? Alter. Was geht denn mit denen? Weiße Wolke oder wie hieß du nochmal? Lebst du noch? Hallo. Und da kommt der nächste. Ja. Ah, ist merkwürdig hier. Ich habe TP 406 von 450, ist gut. Zum Bighorn Bull. Die Frage ist, ich gehe diesen Weg einfach entlang. Komme ich noch zu einem anderen Punkt auf der Karte, nämlich. Ist das das da oben? Ich könnte nämlich langsam mal wieder automatisch Muni gebrauchen, weil ich habe nur noch 3 Schuss. Ja, das war's mit der Waffe, mit der Muni. 10 mm habe ich nicht. Jagdgewehr, Paciencia, Panzerbüchse. Ja, muss ich die Paciencia wohl zwangsläufig erstmal nutzen. Nichts. Eine Haarklammer. Was ist das? Aha. 9 und 10 mm. Ja doch, 10 kann ich ja nutzen. Haarklammer. Nicht so viel. Gucken wir mal, was da oben ist. Ich sehe da schon einen Erste-Hilfe-Kasten. Das hat sich gelohnt. Da ist eine Waffenkiste, die sehr schwer verschlossen ist. Ja, nice. Kann man da mal gebrauchen. Oh. Ja, Reparaturmaterial.
Au ja. Was ist denn überhaupt unsere Aufgabe? Nicht, dass wir die gar nicht töten müssen. Löschen Sie die Weißbeine aus. Stellen Sie die Kriegstotems aus der... kümmern Sie sich um das Lager der Weißbeine. Okay. Das hier. Das war ein Doppelhit. Oh, war es gar nicht. Wieso stirbt er denn nicht? Ja, komm ruhig mit deiner Nahkampfwaffe. Hat der gerade den Tomahawk hier hochgeworfen? Oh, der hat ja was getroffen. Aua. Aua. Hallo. Der hat jetzt nichts. Ich kann mich mal wieder heilen. Brauch ich jetzt meine Patienz, ja? Aua, aua. Hallo. Das war aber nicht nett von ihm. So. Rian. Die ist heile. Ja, schön. Das heißt, ich muss weiter das hier nutzen. Ah, okay, okay. Ja. Aber ich glaube, ich halte das nicht für ein Problem. Bisher diese Quest ist, diese DLC ist ja eh pipi. Also, es ist richtig Urin. Was ist das denn? Oh. Das ist ja mal gut. Nun. Ich dachte gerade schon, ich hätte alles mitgenommen. 26 Schuss haben wir wieder. Eine Kassadorengriff. Ihr wisst, was ich meine. Giftdrüse. Normal würde ich die mitnehmen, aber da wir hier nicht so die reichen Händler haben. Diese Zelte dort unten, das ist ein Kriegslager der Weißbeine. Sehen Sie die Kriegstotems, die sie um die Zelte herum errichtet haben? Weißbeinkrieger beten zu ihnen um Stärke und Wildheit vor dem Kampf. Dies ist keine Plünderergruppe. Irgendein Rat, wie wir mit dieser Situation umgehen sollten? Sie könnten sie überraschen und überwältigen. Wir wären ihnen dennoch zahlenmäßig weit unterlegen und es werden starke Kämpfer sein. Wir könnten auch ihren Aberglauben nutzen. Weißbeinkrieger glauben, dass es ein schlechtes Omen ist, ihre Totems am Abend vor dem Kampf zu verlieren. Die Totems sind ihnen also irgendwie heilig, gut zu wissen. Ja. Sollten ihre Totems verschwinden, würden sie wahrscheinlich ihren Kampfeswillen verlieren. Okay, gehen wir da runter und kümmern uns um die Sache. Ich werde Ihre Anweisungen befolgen. Jedoch rate ich zur Vorsicht, wenn es möglich ist. Naja, ich hatte das für kein Problem. Wir schleichen wie Mondlicht über stilles Wasser. Richtig. Was soll ich damit jetzt machen? Aha. Und die sind hier jetzt überall oder so verteilt? Oder wie muss ich das verstehen? Ich glaube ja, ne? Okay, die Einzelteile haben sich ziemlich weit verteilt, würde ich sagen. Kacke. Ich
habe sie gefunden. Wen? Hallo? Nee. Das bringt so noch nichts, das bringt schon mehr. Ich weiß nicht, wieso ich das so gut anvisieren kann. Gehen wir. Hier möchte ich nicht bleiben. Okay. Gerne. Gerne. Mitten in den Kampf stürzen, würde ich sagen. Machst du noch so ein Kriegstotem? Dachien, Leute. Nehmen Sie mal mit, ne? Aua. Ja, ich muss mich nicht auf den stürzen, der die geringste Feuerkraft hat, sondern auf den mit der meisten. Ey. Mach meine... Scheiße. Hey. Dann halt in den Rumpf. Na wunderbar. Jetzt komm. Der hält aber was aus. Ja, das war ja fast klug. Devil! Oh Vater, führe und schütze deine demütigen Kinder. Richtig. Bei der Arbeit auf den Rebbergen und stärke uns gegen die, die uns Zion nehmen wollen. Mhm. Ja, natürlich. Okay. Huch. Reparieren. Können wir doch wieder Sachen, ne? Oh, wir können das hier reparieren untereinander. Gibt eine Panzerbüchse. Panzerbüchse. Kleidung haben wir ja nicht, ne? Nein. Ah, ne, ich habe ja keine Muni mehr. Da war ja was. Ja, eine Xanderwurzel und ein Korken. So. Wo muss ich denn hin? Was? Ach so. Oh, haben wir das erledigt? Ach so. Das haben wir erledigt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Haben wir vielleicht das Flussmonster vielleicht näher? Nee. Ja, dann werden wir im nächsten Teil, die Dinger hier, also die wir bestimmt alle erkunden. Und ja. Ich würde sagen, wir machen eine Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.